meine Lieben, und herzlich willkommen einmal live aus dem Wohnzimmer meiner Eltern. Ein bisschen mal was anderes, einfach weil ich gerade hier bin und auch noch hier die Möglichkeit habe zu filmen. Wir sind gerade mitten im Umzug. Das soll aber auch nur eine ganz, ganz kleine Randnotiz sein, denn damit will ich euch gar nicht langweilen. Wir kümmern uns nämlich heute wieder um die große Leidenschaft Polygel. Ich kann die Finger davon nicht lassen, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe die Nahaufnahmen vorgedreht, also aktuell ist es kein Polygel auf meinen Nägeln. Das hier sind umzugsfreundliche 5-in-1 Nägel von Semilack. Aber auf jeden Fall widmen wir uns heute einmal der Frage, was denn die besten Dual-Tipps sind. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede und die zeige ich euch dann. Insgesamt stelle ich euch gleich 4 Stück vor. Die sind von der Form her sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Und da gibt es auch standardmäßig die, die in fast jedem Set dabei sind. Aber ich habe tatsächlich welche gefunden mit der Hilfe von Janina. Janina ist eine Zuschauerin. Sie hat einen Kommentar hinterlassen unter einem der letzten Polygel-Videos mit einem riesengroßen Tipp, dass es Dual-Tipps gibt, die deutlich flacher sind und euch keine Krallennägel machen. Und da habe ich gedacht, kaufen, probieren, Video drehen. Also ich war total sofort getriggert, musste das ausprobieren. Habe das natürlich gemacht und stellt euch dann einmal alles vor. Hier haben wir sie einmal und ich finde, unterschiedlicher geht es gar nicht, oder? Also es ist schon ziemlich krass. Ich habe sie jetzt auch in der Reihenfolge auf der Hand, in der ich sie euch gerade vorgestellt habe. Diese hier sind einmal von dem Amazon-Set. Die sind so ein bisschen flacher und schlichter. Aber wenn man dennoch von der Seite schaut, dann kann man gut erkennen, dass man dennoch eine gute Krallenform damit hinbekommen kann. Also ich schaffe das jedes Mal, wenn ich die benutze. Allerdings, etwas krasser sind die von Jolifin. Das ist natürlich alles gut gemeint, ne? Man soll eine gute Verstärkung damit machen, beziehungsweise eine gute Verlängerung und eben das Ganze gut aufbauen, ohne Modellierer zu sein, je nachdem. Und diese hier sind wirklich krass, oder? Die sehen aus quasi wie so ein Shrimp von der Seite. Also richtig heftig, da passt auch einiges an Material rein. Dann haben wir hier einmal die ganz besonderen von Love Nails. Video dazu ist online, empfehle ich euch gerne. Die sind in der Mandel schon vorgeformt. Und dann haben wir hier einmal die angeteaserten flachen. Denn wenn wir den hier einmal zur Seite drehen, im Vergleich zu allen anderen, ist das wirklich keine Kralle. Es sieht vielversprechend aus. Und ich würde sogar sagen, dieses hier ist noch gerader vielleicht ein bisschen. Also der ist auch schon heftig von der Seite. Aber das hier erlaubt uns natürlich auch so einen schönen Aufbau. Bin sehr gespannt und dann würde ich sagen, testen wir die jetzt einmal. Nicht wundern, ich habe meine Fingernägel schon einmal vorbereitet, damit wir das Ganze hier auch wirklich auf die Dual-Tips und deren Performance konzentrieren können. Aber für diejenigen, die es interessiert, das ist einmal der Dehydrator von Nail Fun, den ich benutzt habe. Dann der Primer, ebenso von Nail Fun, links dazu in der Infobox. Und ich habe mir die Hardbase von Neonail aufgetragen. Mehr habe ich also nicht getan. Und ich bin jetzt direkt startklar für schon die ersten Nägel. Und euch dürfte auffallen, der glänzt nicht. Den lassen wir außen vor. Wir machen das einmal auf diese 4 Nägel und beginnen mit den Dual-Tips von Amazon. Das sind einmal diese hier, die dennoch halt krallig sind von der Seite, wenn man schaut. Ich glaube, auch hier auf dem schwarzen Untergrund sieht man es ganz gut. Und bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt performen wird. Jetzt kommt eigentlich der aufregendste Moment überhaupt. Wir machen einmal die Klammer ab. Das sieht ganz okay aus. Dafür, dass es halt wirklich Druck aufbaut, ist es manchmal halt da unten so ein bisschen rot. Aber ich sorge mich nicht darum. Und wenn wir jetzt den Nagel abmachen, also den Tipp, haben wir auch schon einmal den Aufbau komplett fertig. Die Verlängerung, tada, mehr oder weniger. Und wir haben eine Kralle. Wenn man von der Seite schaut, sieht man das ganz, ganz genau. Was ich jetzt natürlich machen könnte, ist beim Feilen darauf achten, dass ich hier gerade bin, also quasi diese gesamte Ecke entferne, weil dann ist auch die Kralle futsch, also dann ist sie weg und sie kommt auch nicht wieder, versprochen. Aber es ist natürlich so ein bisschen tricky, das damit hinzubekommen. Ich bin gespannt, wie die anderen performen werden und bei dem nächsten habe ich schon so eine Vorahnung. So, auch hier einmal Ciao Kakao von der Seite. Oh, krass. Die sind sich tatsächlich sehr ähnlich, wo ich jetzt gedacht hätte, wow, der hier muss definitiv kralliger aussehen als der andere, weil einfach die Formen so unterschiedlich sind. Ich zeige euch die noch einmal nebeneinander. Aber von der Wölbung her oder von der Biegung her sehen die tatsächlich sehr, sehr gleich aus. Der von Jolifin ist vielleicht so ein Ticken kralliger, aber nur so einen ganz, ganz kleinen Ticken. Vielleicht die letzte Ecke hier unten und auch hier kann man natürlich gerade wieder wegfallen, also diesen ganzen Part hier. Und dann ist es auch das mit der Kralle. Und es ist gar nicht schlecht, oder? Ich glaube, jetzt gerade sieht man ganz gut, dass man es ruhig auch gerade machen kann in diesem Tipp, was ich gut finde, weil dann hat man beide Optionen. Das hat man natürlich auch bei den anderen, aber wisst ihr, was ich hilfreich finde, ist,
wenn es halt schon so zusammenläuft und so schöne Seitenwände hinterlässt. Die muss ich jetzt natürlich ein bisschen optimieren, aber das gefällt mir an diesen Tipps extrem gut. Falls euch die Frage quälen sollte, ob man denn diese Klammern braucht oder nicht, also ich würde sagen, ja, sie erleichtern das Leben enorm, denn wenn ich sie jetzt abnehme, kommt es automatisch dazu, dass sich jetzt gleich wieder der Dual-Tip etwas anhebt und da gleich wieder Luftblasen drunter sind. Jetzt lasse ich den einmal so lange ohne, sodass ihr das sehen könnt. Hier unten sieht man das sehr, sehr gut. Ich hoffe auch in der Kamera. Und das ist halt etwas, was man hinterher, das ärgert einen, glaubt mir. Deswegen einmal schnell wieder die Klammer drauf. Luftbläschen sind weg und ich kann so entspannt alles hier verteilen an Produkt, wie ich möchte. Und bin da auch sehr relaxed unter der Lampe und muss nichts umständlich mit dem Finger extra festhalten oder sowas. Also die sind wirklich tipptopp. Link dazu natürlich in der Infobox. Dann auch hier einmal alles ab. Das war jetzt doch ein bisschen unangenehm hier unten, aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Die Dinger sind wirklich Lifesaver. Und wenn man jetzt schon von der Seite guckt, ich sehe den Unterschied. Denn wenn wir den abmachen, zack, haben wir schon tatsächlich hier alles super, super gerade. Und das kriege ich sogar teils mit einer Schablone nicht so gut hin. Muss man einfach ehrlich sein. Also definitiv richtig toll. Und auch wenn man von oben schaut, der läuft so schön schmal zusammen. Das ist die perfekte Dual-Tip-Form, wenn ihr Stiletto mögt, wenn ihr Ballerina oder Coffin mögt. Oder auch meinetwegen, ja, eckig kann man auch damit machen. Und dann wird es halt so ein bisschen schmaler an der Ecke, ohne dass man sich die Seitenwände verfeilt. Also richtig toll. Und deswegen großer Vorteil gegenüber den anderen, würde ich sagen. Ne? Erst recht, wenn man das so nebeneinander hält. Ich glaube, der Unterschied ist eindeutig. Also das seht ihr auch 100%. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Also unglaublich gut. Und selbst der Finger sieht ja deutlich schmaler und schlanker dadurch aus. Also ich liebe diese Dual-Tips. Und ich packe euch auch dazu natürlich den Link in die Infobox. Entweder von Lovenails, wenn ich den finde, oder wenn es die auch bei Amazon gibt. Aber das lohnt sich wirklich. Und schaut mal, wie breit der hier aussieht. Ne? Also das sieht definitiv schon richtig toll aus. Dann einmal zu dem Dual-Tip, der halt wirklich flach sein soll und dennoch einen schönen Aufbau macht. Ich bin super gespannt. So, dann einmal rauf auf den Finger. Und hier fällt mir schon mal auf, dass hier diese Hilfslinien sehr, sehr gut sind. Ich glaube, das könnt ihr auch erkennen. Entweder hat man gerade Striche drauf oder diese gebogenen. Und wisst ihr was, hier werde ich mir mal richtig Mühe geben, anhand, also beim Umdrehen, anhand der Form das Ganze zu formen. Ich wollte mich ja an die Form halten, deswegen gehe ich jetzt noch einmal mit dem Pinsel so ein bisschen hier ran und versuche das Ganze halt hier rund zu halten. Wir wissen, runde Fingernägel bin ich großer, großer Fan von. Zeit für die Wahrheit und ehrlich gesagt auch, um den Clip abzumachen, das pulsiert hier schon bei meinem Daumen. Und ich bin absolut gespannt, denn so wie der hier geformt ist, gefällt er mir richtig gut. Und wir haben eine C-Kurve. Tatsächlich mit Dual Forms eine C-Kurve hinbekommen. Könnt ihr das sehen, wie gut das geworden ist? Oh, ich bin gerade so ein bisschen gehypt. Klar, könnte besser sein, weil so sehe ich, dass es so ein bisschen schief ist. Ich glaube, in dem Bereich so ein bisschen, also den hätte ich ein bisschen anders ansetzen müssen. Aber diese C-Kurve ist heftig. Dann schauen wir uns einmal die anderen an. C-Kurve nicht vorhanden. Krasser Unterschied. Also das sind jetzt wirklich absolut meine Favoriten. Kann ich nicht anders sagen. Und natürlich kann ich das Ganze jetzt noch in Form feilen. Aber die Unterschiede sind da. Ich glaube, das ist eindeutig. Mir gefällt jetzt wirklich auch noch der gut. Ich würde sagen, wenn wir so ein Ranking machen, der hier kommt an erster Stelle. Und danke Janina noch einmal. Die sind unglaublich gut, diese Tipps. Dann der hier von Lovenails. Und wenn ich zwischen den beiden entscheiden muss, dann nehme ich, glaube ich, diese hier. Weil die von Jolifine tatsächlich so doll und lang gekreilt sind, dass sie halt auf meinem Untergrund oft störend sind, wenn ich das halt irgendwo drauf habe oder sowas und das für mich modelliere. So, ist natürlich Geschmackssache, aber ich glaube, der Unterschied ist erkennbar. Und ich kann ja nochmal gleich so ein bisschen für euch in Form feilen, damit ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, man kann es noch gerade machen. Man rettet die Kralle quasi, aber das hier ist absolut next level. Dann feilen wir hier einmal die Kralle weg. Wie gesagt, da braucht man einfach nur hier vorne diese Ecke wegnehmen. Bei dem und dem hier ist es natürlich schon relativ gerade, aber ich hätte noch ein bisschen genauer die Form anpassen müssen. Es fehlt so ein bisschen Seitenwand hier, deswegen habe ich hier so eine kleine Kurve drin. Aber eigentlich diese Tipps verhindern das und lassen euch eigentlich sehr, sehr gerade hier rauskommen. Das gleiche gilt natürlich auch für den hier. Danach korrigiere ich einmal so ein bisschen. Aber das Schöne ist, man hat halt schon diese Linie vorgegeben und muss nicht mehr selber, wer weiß wie viel, feilen. Hier bin ich ja auch schon relativ rund gewesen, indem ich halt bei der Form drauf geachtet habe. Aber man kann natürlich noch so ein bisschen nachhelfen.
Und dann kann man sie natürlich auch von oben feilen und das ist sogar nötig, weil wir hier sonst so eine kleine Kante haben. Man kann das auch mit einer Base hinterher aufbauen oder natürlich mit Polygel, aber das ist halt eine ganz andere Geschichte. Wir wollten hier natürlich nur verlängern und die Tipps ausprobieren und deswegen mache ich das einmal zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier seht ihr jetzt also das Ergebnis nach dem Feilen. Ja, man sieht noch die Übergänge, aber wenn ich hier mit dem Finger rübergehe, man merkt gar nichts mehr. Ich war auch nochmal mit dem Buffer kurz darüber, das sage ich euch auch noch, weil ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Und es gibt natürlich die Unterschiede. Ich finde, dass diese Form hier schon ziemlich professionell, sofern man das zu Hause machen kann und kein Profi ist, aussieht, oder? Also ich finde die ganz interessant. Bei der hier denke ich mir so, das sieht aus wie so eine Patronenhülse vom Revolver oder sowas. Also gefällt mir wirklich gesagt nicht so gut, also gar nicht. Gerade als Perfektionistin auch nicht. Bei dem hier bin ich auch ganz zufrieden, aber wenn ich ihn zur Seite drehe, ist mir das Ganze dann doch zu gebogen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich keinen Apex mag oder wie auch immer. Bei diesen Tipps ist es vielleicht besser, wenn man weiter unten ansetzt. Da können wir jetzt aber die Theorie rausholen bis zum geht nicht mehr. Daran werde ich mich jetzt nicht aufhalten. Es geht ja einfach nur um die verschiedenen Formen und wie gut oder schlecht die sind. Und halt im Vergleich zu diesen beiden ist diese hier schon mal ein kleines Träumchen von Love Nails. Und dann kommen wir zu dem Star des heutigen Tages. Das ist nämlich einmal der Daumen und ich finde, der sieht aus, wenn ich ihn zur Seite drehe, als ob ich ihn mit einer Schablone aufgebaut hätte. Und das habe ich nicht gemacht, ne? Also das ging rucki zucki. Ihr habt gesehen, wie mit dem Instagram-Hack und allem drum und dran. Ich bin absolut zufrieden. Und hier diese Seite, das sage ich einmal dazu, ich sehe das, ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, aber hier ist halt so eine kleine Kuhle oder sowas Dickes, sowas Gewölbtes. Das kriege ich nicht weg, weil ich hier drunter tatsächlich, Achtung, mein Spatel verschwindet, da habe ich das Ganze nicht richtig verteilt. Man sieht das sehr gut. Das sind Fehler, die passieren bei Dual Forms mit Polygel, kann passieren, aber wisst ihr was? Da guckt jetzt auch keiner so genau hin. Und wenn das jetzt nicht da wäre, dann ist der hier perfekt für mich. So, und ich bin ja sehr ehrlich mit euch. Und ich sage euch, wie es ist. Feilen ist nicht meine Stärke. Ich liebe die Mandelform. Die steht, finde ich, meinen Fingern sehr, sehr gut. Und ich mag sie auch so ein bisschen kürzer, jetzt zum Beispiel als hier. Also ruhig so vielleicht um die Hälfte oder vielleicht so oben noch so eine ganze Kante weg. Aber wisst ihr, was mir da enorm geholfen hat, weswegen diese Form so viel besser aussieht, als das, was ich hier bei dem Mittelfinger produziert habe? Das liegt daran, weil ich mich einfach hier an diese Rillen gehalten habe, schon bei dem Vorformen des Polygels. Also absolut empfehlenswert. Ich werde die Dinger nur noch hypen. Wirklich, also ich hätte jetzt sogar richtig Lust, mir alle Fingernägel damit zu machen. Aber das ist heute gar nicht so vorgesehen. Ich werde es gleich abmachen und was anderes lackieren. Aber ich hoffe natürlich, dass das Ganze wieder mal hilfreich für euch war. Und wenn ich etwas empfehlen soll, dann würde ich sagen, Platz 1 geht einmal an diese Amazon Dual Tips. Dann kommt Love Nails mit den anderen, aber ich schaue bei Amazon, ob ich auch noch einen Link dazu finde. Und diese beiden, ich sag mal so, die haben wir überholt. So, das war also die Nahaufnahme. An dieser Stelle könnt ihr mir gerne eure Favoriten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich konnte es kaum für mich behalten. Also ich mag natürlich sehr den Daumen, der so schön flach rausgegangen ist und einfach die perfekte runde, darf man es Mandel nennen? Ich würde sagen, ja, einfach die perfekte Mandel geformt hat. Ohne zu pinchen, ohne irgendwie groß mit Schablone zu arbeiten und so schnell. Also ich liebe diese Technik einfach und natürlich auch Polygel. Das war's dann also von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Mir ging es auf jeden Fall so. Und falls ihr auch so ein Polygel-Fan seid, gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und tatsächlich ist dieses Video hier auch das letzte vor Weihnachten. Bedeutet, ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Versucht es so zu genießen, wie es nur möglich ist, in dem Rahmen, der erlaubt ist natürlich. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann zwischen Weihnachten und Silvester wieder. Da habe ich mir auch schon was vorbereitet. Und bis dann.